Dirk Bremser. Wie haben Sie das Spiel in Freiburg erlebt letzten Samstag? Ja, das war natürlich das erste Mal eine richtige Enttäuschung, weil wir als Mannschaft diesmal nicht funktioniert haben, als Kollektiv nicht funktioniert haben. Und das ist das Maß aller Dinge, auch für die letzten Spiele, aber auch schon die gesamte Rückrunde, dass die Mannschaft als solche auch funktioniert und zusammenarbeitet. Und das war die eigentliche Enttäuschung in Freiburg. Aber es war, wie gesagt, das allererste Mal. Und deswegen war das natürlich nicht gut. Wie trainiert man sowas dann diese Woche? Ja, das kann man natürlich trainieren, keine Frage, aber letztlich ist mannschaftliche Geschlossenheit, die erarbeitet man sich tagtäglich. Die Jungs untereinander in Verbindung mit uns, mit allen, die um die Mannschaft herum arbeiten und auf dem Platz natürlich durch kompaktes Spiel insgesamt, ne? durch taktische Spielformen, wo wir natürlich auch korrigieren und eingreifen und das haben wir gemacht, werden auch das diese Woche wieder machen und von daher sehe ich da keine Probleme, das war ein einmaliger Ausrutscher. Ihr habt jetzt sicherlich auch das Freiburg-Spiel nochmal angeschaut. Die Analyse ist jetzt sicher abgeschlossen. Absolut. Wir haben das sowohl in Bild als auch im Ton in der Analyse gemacht. Und die Mannschaft weiß, was sie auch für Fehler begangen hat, warum sie auch nicht richtig ins Spiel gekommen ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das ist abgehakt, das ist verarbeitet und jetzt geht die Blick auf Dortmund. Den Gegner habt ihr sicherlich auch schon ganz genau unter die Lupe genommen im Trainerteam. Absolut. Und wenn die Mannschaft das abruft, was sie davor die Spiele abgerufen hat, haben wir natürlich gegen Dortmund auch Chancen zu bestehen und auch es punktemäßig dann zum Ausdruck zu bringen. Dortmund ist ja doch eigentlich ein dicker Brocken, guckt sogar noch auf den dritten Platz. Alles ist noch möglich. Wie geht man dann so ein Spiel an? Ja, in erster Linie, dass wir erstmal auf uns gucken. Und wir haben mit Beginn der Rückrunde gesagt, dass wir 17 Spiele Zeit haben, das unser gestecktes Ziel zu erreichen. Das ist eines von diesen 17 Spielen. Und die Mannschaft hat in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie gegen solche Mannschaften, die gerade im Oberbereich der Tabelle stehen, sehr gut agieren kann. Und da sage ich nur Heimspiel gegen Bayer Leverkusen als Beispiel oder auch gegen Bayern München. Und das wird ein sehr intensives Spiel werden und gegen einen sicherlich guten Gegner. Aber unsere Mannschaft ist stark genug, selbstbewusst genug und auch mutig genug, gegen solch einen Gegner zu bestehen. Was gibt man als Trainer der Mannschaft dann am Samstag gegen Dortmund mit auf den Weg? Ja, erstmal, dass man versucht, das Spiel selbstbewusst anzugehen, auch mit der nötigen Überzeugung. Und wir können überzeugt sein, weil wir haben nochmal zu Beginn der Rückrunde gesagt, dass wir 17 Spiele Zeit haben. Und wenn uns einer zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, dass wir 3 Spieltage vor Schluss auf dem 14. Tabellenplatz sind und noch 4 Mannschaften hinter uns haben, die gerne unsere Ausgangsposition jetzt hätten, dann kann man schon selbstbewusst in dieses Spiel gehen. Und ich hoffe auch, dass die Mannschaft das auf den Platz bringen wird. Und das ist das A und O. Und dass sie wieder im Vergleich zum Freiburg-Spiel als Mannschaft agiert. Als Mannschaft agiert, das ist unheimlich wichtig auf dem Platz, aber auch zu dieser Mannschaft sehe ich natürlich auch unsere Fans, gerade in den Heimspielen auch. Das wird gerade gegen Borussia Dortmund, gegen einen so spielstarken Gegner auch sehr, sehr wichtig sein, dass das Stadion wie eine Wand hinter der Mannschaft zählt, wie es in den vergangenen Heimspielen auch war. Und das gibt natürlich auch eine zweite Luft dann auf dem Platz, das merken die Spieler und da wir fantastische Fans haben, denke ich, ist das ein großer Pfand gegenüber Borussia Dortmund und den wir auch am Samstag in die Waagschale werfen können. Vielen Dank. Bitteschön. Ein guter Tipp von mir, holt euch den Stadionknüller für nur 6 Euro.